uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, wir feiern heute den Festtag des heiligen Evangelisten Lukas. Er hat uns dieses dritte Evangelium beschert, wo besonders die Liebe Gottes zu den Armen, die Barmherzigkeit Gottes zu den Verlorenen zum Ausdruck kommt, der menschlichste in der Schilderung von allen Evangelisten. Er selbst war vermutlich Arzt nach der Überlieferung und Begleiter des heiligen Paulus. So dürfen wir uns freuen, ihn heute als Vorbild zu haben und ihn zu feiern. Einschließen wollen wir in die Messe ein für uns überraschendes Ereignis dieser Nacht. Der Vater vom Pfarrer Christian Meyer ist verstorben, wollen ihn in diese Messe mit hereinnehmen. Herr Jesus Christus, dein Geist durchdringt und formt die Welt. Herr, erbarme dich. Deine Liebe macht uns zu Kindern des Vaters im Himmel. Christus, erbarme dich. Dein Erbarmen führt uns in die Gemeinschaft der Kirche. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast den heiligen Evangelisten Lukas auserwählt, in Wort und Schrift das Geheimnis deiner Liebe zu den Armen zu verkünden. Gib, dass alle, die sich Christen nennen, ein Herz und eine Seele sind, und lass alle Völker der Erde das Heil schauen, das du ihnen bereitet hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, Demas hat mich aus Liebe zu dieser Welt verlassen und ist nach Thessalonich gegangen. Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist noch bei mir. Bring Markus mit, denn er wird mir ein guter Helfer sein. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Wenn du kommst, bring den Mantel mit, den ich in Troas bei Carpus gelassen habe, auch die Bücher, vor allem die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses getan. Der Herr wird ihm vergelten, wie es seine Taten verdienen. Nimm auch du dich vor ihm in Acht, denn er hat unsere Lehre heftig bekämpft. Bei meiner ersten Verteidigung ist niemand für mich eingetreten. Alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Heiden sie hören. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei vor allem du, o Königin Maria, milde Herrscherin, ihr Engel Chöre voller Macht, die ihr habt treulich auf uns acht. Helft uns in diesem Erdental,
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selber gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen, andernfalls wieder zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist nahe. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute den Evangelisten und auch Missionar Lukas feiern, dann passt das gut zum außerordentlichen Monat der Weltmission. Wer gut aufgepasst hat, Anfang des Monats wurde es schon verlautbart, Papst Franziskus hat heuer das erste Mal ein ganzes Monat, außerordentliches Monat der Weltmission ausgerufen, um eines zu erreichen, um uns getaufte Christen aufzurütteln und uns zu erinnern, jeder von uns ist durch seine Taufe ein Gesandter Gottes. Das ist natürlich gut, wenn man weiß, was man für Botschaft hat, mit der man unterwegs ist als Christ. Kann ich nur sagen, wenn wir heute zwei Kinder als Vertretung der Schüler da haben, die Kinder in der zweiten Klasse verstehen das sofort, was ein Apostel ist, was ein Jesusfreund ist, letztlich was ein Christ ist. Das sind die, die das weitersagen, was Jesus in die Welt gesagt hat, dass Gott uns liebt, uns alle liebt. Dich und mich und alle, damit die Botschaft weitergeht, wenn er nicht mehr da ist. Damit wissen wir auch, was unsere Sendung als Christen ist, was wir als Missionare sind. Diese Botschaft den Menschen bezeugen: Gott liebt dich und damit kannst du sicher in dieser Welt auf die Ewigkeit hinleben. Und das ist es, was heute der Herr den Gesandten mitgibt. 72, wenn es heute heißt, das bedeutet zu allen Völkern, die damals bekannt waren, immer zu zweit. Wir brauchen keine Helden sein. Es ist gut, wenn man einen Zweiten hat, der derselben Meinung ist. Alle sollen die Botschaft erfahren, alle Städte, alle Orte, heißt es hier. Und dann sagt eben dazu, die Ernte, das ist die ganze Menschheit. Aber wie viele Gesandte gibt es, die die Menschen hinführen? Wir wissen, dass in unserer Zeit, gestern hatte ich Pfarrgemeinderat in Kaltenberg, dort ist noch weniger bekannt, es wäre schöner, was auf uns zukommt nächstes Jahr.
wenn wir nicht mit dem Gebet und mit unserer Stimme da noch einiges abwenden können, dann eine Veränderung, die die Hirten nicht mehr macht. Jesus sagt, geht mit der Botschaft, dass Gott Liebe ist, und dann werden auch mehr Leute diese Botschaft entdecken. Nicht bei der Evangelisation ist so wichtig, dass zuerst dies bei uns selber ankommt. Wenn ich einmal die Erfahrung mache, dass ich einen Frieden kriege im Herzen, weil ich mich dieser Wirklichkeit Gottes öffne, nur dann kann ich das den anderen glaubwürdig bezeugen. Weil sonst sagen sie immer, du sagst zwar was Schönes, aber selber lebst du es ja nicht. Man sieht es an dir, du bist nicht im Frieden, du hast immer noch das Gefühl, zu kurz zu kommen. Das ist ein schlechter Gesandter. Heutzutage ist ganz klar, die Botschaft bei sich selbst ankommen lassen, dann ist man automatisch ein Missionar. Und dann kann man ja ein bisschen üben, wie das dann genau geht. Er sagt es ja, schreckt euch nicht, manche werden wie Wölfe sein zu euch, wenn ihr mit dieser Botschaft kommt, weil sie müssen sich ändern und da beißen sie lieber, als wie das sie es zugeben. Ihr werdet nicht viel brauchen, keinen Geldbeutel, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Das bedeutet, der Missionar, der verlässt sich nicht auf die ganze Ausstattung, sondern Gott fügt die Dinge schon, dass man zu den Leuten kommt und ihnen die frohe Botschaft sagen kann. Niemand grüßen unterwegs heißt nicht lang herumpalabern, wenn man wen trifft oder irgendwas, sondern wissen, ich habe eine Aufgabe. Ich bin gesandt, Zeugnis zu geben von Gott. Müssen meine Begegnungen so, dass sie was von Gott schon, dass ich Gott schon hinbringe, ist hier gedacht. Und dann sagt das eben deutlich, was wir bringen, ist der Friede im Herzen. Und den möchten alle Leute haben. Und sie haben ihn nicht, solange sie sich nicht der Ewigkeit Gottes öffnen. Also ganz was Wertvolles, was wir ihnen bringen. Da haben wir auch Anspruch auf Lohn, heißt es. Wir werden selbst auch genug haben. Und wir haben es nicht nötig, umzuziehen, wenn es wo schwierig ist. Ein Jünger Jesu hält es überall aus, wie Jesus selbst, bis unter das Kreuz. Am Schluss heißt es noch, Heil geht aus von den Gesandten Jesu. Kranke werden gesund bei dieser Botschaft. Und die Leute erleben, der Himmel ist ja wirklich nahe. Wie wir miteinander leben, das kann schon ein Himmel werden. So viele Anweisungen, die alle schön sind und alle lebbar sind für uns. Also nehmen wir uns das mit in den heutigen Tag. Er sandte auch uns. Seit der Taufe, seit er uns beim Namen ruft, bemühen wir uns, so im Frieden Gottes zu sein, dass andere dorthin finden können. Amen. Lasst uns im Vertrauen auf die Nähe Jesu Christi bitten. Erfülle die Künder der Botschaft mit Geduld und opferbereiter Liebe für ihren Dienst. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schaffe durch den Einsatz der Christen Einigkeit und Frieden unter den Völkern der Erde. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Nimm dich der Kranken an, befreie sie aus ihren Ängsten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Entreiße die Welt der Macht des Bösen und führe Gottes Reich herauf. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Ungenannt im persönlichen Anliegen, Hermine Leitner für verstorbene Schwester und Angehörige. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lob und Ehre sei dir, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr Patriarchen hochgeboren und ihr Propheten aus
Apostel allesamt erbild zu solchem hohem an. Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. Wir bitten euch durch Christi Blut für uns bei Gott stets für Sprachtut, der heiligsten Dreifaltigkeit, Gott in Not erfindet. Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, heile unsere Schwächen in diesem Opfer, das wir am Fest des heiligen Lukas feiern, und gib uns durch das heilige Sakrament die Kraft, dir in Freiheit zu dienen und zur unverkänglichen Herrlichkeit zu gelangen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen, aufstehen, in die Hand. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn du hast deine Kirche auf das Fundament der Apostel gegründet, damit sie bis ans Ende der Tage fortbestehe, als Zeichen deiner Heiligkeit und allen Menschen die Botschaft des Heiles verkünde. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, beten für die Amazonien-Synode, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian, und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, dem heiligen Lukas und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die den Frieden Christi aufnehmen und weitergeben. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Heiligen Apostel Lukas ist uns berichtet, dass das älteste Marienbild auf ihn zurückgeht. So grüßen wir noch die Mutter Gottes. Glorwürdgen Königin, himmlische Frau, milde Fürsprecherin, reinste Jungfrau, wende, o Mutter und Königin, deine barmherzigen Augen uns zu. Mutter der Gütigkeit, Mutter des Herrn, über die Himmel weit leuchtender Stern, wende, o Mutter und Trösterin, du deine